Bethilde. Willkommen im Museum Markt Albach, Geschichte und Handwerk. Wir befinden uns hier im Trauzimmer des Museums Markt Albach. Hier werden Trauungen durchgeführt, ca. 20 Stück im Jahr. Wir befinden uns hier im Arztzimmer des Museums. Hier der Operationstisch. Markt Albach hatte von 1870 bis 1958 ein Krankenhaus. Hier wurde operiert und behandelt. Das Wichtigste aber in dieser Einrichtung ist dieses Buch hier. Das hat eine Markt Albacher Familie von 1702 bis 1900 Aufzeichnungen gemacht, wie man Krankheiten behandelt hat. Wir befinden uns hier in der Schmiede des Museums. Hier auf der rechten Seite sehen wir eine Esse. Und mit diesem Gerät hat der Schmied den Schweif der Pferde geschnitten. Hier sehen Sie Saurierpferden, die ein Markt Albacher in Alzelingsbach gefunden hat. Das war 1947 und die beiden Pferden, das ist ein Landtier und ein Tier hat sich zum Flugsaurier entwickelt. Die beiden Pferden sind wissenschaftlich nach den beiden Markt Albacher Bürgern benannt. Was ist das denn hier für ein Zimmer? Das ist ein sogenanntes Schlafkabinett. Und das ist ein Himmelbett. Wenn der Bauer abends ins Bett gegangen ist mit seiner Frau, hat er den Geldbeutel hier oben abgelegt. Darum kommt das Sprichwort auf die hohe Kante gelegt. Geld auf die hohe Kante gelegt. Das ist ein Markt Albacher Supermarkt aus dem Jahr 1877. Ein sogenannter Kolonialwarenladen. Hier hat man eingekauft und wenn man bezahlt hat, bekam man solche Rabattmarken. Die wurden dann in ein Buch eingeklebt und wenn das Buch vollgeklebt war, bekam man 1,50 Mark wieder erstattet. Hier ist die Geschichte von Markt Albach dokumentiert. Es geht los, 1132, die erste Urkunde. 1528 das erste Bild von Markt Albach. 1810 kam Markt Albach zu Bayern und 1902 bekam es die erste Eisenbahn. Mitte des 19. Jahrhunderts sind aus dem Landkreis Neustadt ca. 10.000 Personen nach Amerika ausgewandert. In Markt Albach gab es damals 5 Reisebüros, die Reisen vermittelten nach Amerika. So auf der Schützenscheibe, wo man hier sieht, ist man losgezogen. Da ist mit Pferdekarren ist man nach Bremerhaven, dort auf ein Schiff, dann in die USA über den großen Deich. Dann ist man in New York angekommen und da musste man quer durch Amerika nach Chicago. Die Geschichte ist hier dokumentiert. Wo sind wir denn hier?
Wir befinden uns hier im zweiten Stock des Museums. Hier sind die Marktalbacher Berühmtheiten aufgereiht. Wenn wir hierher schauen, Samuel Wilhelm Oetter, ein berühmter Marktalbacher Pfarrer, ein Nachfahre von ihm, wurde vor 100 Jahren bayerischer Ministerpräsident. Und habt ihr gesehen? Ja. Ja. Oh, hallo, Frau Bürgermeisterin. Ja, hallo, ihr Kinder. Na, habt ihr was Interessantes entdeckt in unserem Museum? Ja, ja. Die Schmiede machen schön. Und der Kaufmann auch. Ja, finde ich auch. Also es ist immer wieder einen Besuch wert. Ja. Hier kann man alles erfahren über Marktalbach, über die Geschichte unserer Region und natürlich auch viel über die vielen Pfarrer, die hier in diesem ehemaligen Dekanatsgebäude über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte fast, kann man sagen, gewirkt und gearbeitet haben. Habt ihr das Zimmer auch gesehen? Mhm. Es ist jetzt neu konzipiert, unser Museum, und es stecken viele Arbeitsstunden des Heimatvereins drin. Und natürlich auch sehr viel Geld der Marktgemeinde und der Regierung, die es gut gefördert hat. Und ich bin ganz stolz, dass wir das in Marktalbach haben. Es ist unser größtes Aushängeschild und wirklich ein Besuch wert für alle aus der Region. Sehr schön. Ist immer ein Besuch wert. Außerdem kann man anpassen. In anderen Museen ist Anpassen verboten. Genau. So, jetzt müssen wir leider schon weiter, aber wir kommen gerne wieder. Das freut mich. Liebe virtuelle Besucher, kommen Sie selbst nach Marktalbach und besuchen Sie unser Museum. Machen Sie sich selbst ein Bild von der eindrucksvollen Geschichte dieses Hauses und der Geschichte unserer Marktgemeinde in unserer Region. Es ist unser größtes Aushängeschild und wirklich wert, dass Sie hier einmal Station machen. Ich bin ganz besonders stolz auf dieses ehrwürdige Gebäude und unser Ensemble mit der stattlichen Kirche und unserem Museum und unserem Torhaus.